Ja, hallo zu einem weiteren Video. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Programm iMovie für die Mac Computer. Und dieses Programm, das wird seit Oktober für alle Neukäufer von Apple verschenkt. Das kriegt man kostenlos dazu. Und dieses Programm ist extrem mächtig. Es kann eine ganze Menge, auch wenn es jetzt im Moment da noch nicht nach ausschaut. Aber wir steigen ja deswegen auch mit diesem Videokurs hier ein, um eben Videos am Computer zu schneiden. Und wir wollen die nicht nur schneiden und effektvoll ja, kreieren, sondern wir wollen die auch online stellen oder eben auch ja, in irgendeiner Form so produzieren, dass man sie weitergeben kann. Beispielsweise auf einer CD oder einem USB-Stick. Das Programm ist sehr umfangreich, deswegen machen wir diese Videos in mehreren Teilen, denn sonst wird das einzelne Video zu lang. Wer iMovie noch nicht hat, kann es im App Store auch kaufen, falls er es nicht kostenlos angeboten bekommt. Das Programm kostet 14 Euro und ich finde, es ist absolut das Geld wert, denn was Apple hier geleistet hat, ist wirklich eine absolute Meisterleistung und es macht riesig viel Spaß, hier mit Videos zu machen. Gut, steigen wir doch mal ein in das, was wir hier eigentlich auf dem Bildschirm sehen, wenn wir iMovie starten. Zunächst einmal oben haben wir eine Menüleiste. Dort ist der Knopf Import. Hier kann ich also Fotos importieren, Videos importieren von einer Kamera, von einem iPad, von einem iPhone. Naja, auf jeden Fall mit dem Gerät, mit dem ich Videos produziert habe oder Fotos. Die kann ich hier importieren. Ich kann dann etwas erstellen, nämlich einen Film oder einen Trailer. Was Trailer sind, das erzählen wir in einem anderen Video. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Videos und Filme. Und wenn die fertig sind, dann kann ich sie auch bereitstellen. Auch das behandeln wir hier noch. Und dann haben wir hier einen weiteren Punkt, das ist nämlich die Mediathek. Hier sehen wir also jetzt erstmal alles das, was ich mit iMovie produziert habe. Und wie ihr seht, nicht so sonderlich viel derzeit zu sehen, nämlich noch gar nichts. Dann gibt es noch das Theater. Wenn wir da umschalten, dann sehen wir hier so eine kleine Wolke und tatsächlich sind das Filme, die in der iCloud liegen. Was das alles mit dem Mac zu tun hat, wie das funktioniert, was hier der Riesenvorteil ist von diesem Theater, behandeln wir auch später in einem anderen Video. Dort werde ich auch mal darauf eingehen, was hier der große Angriff von Apple ist, denn Apple hat mit dieser Funktion hier sicherlich etwas gestartet, von dem wir in nächster Zeit noch ordentlich viel hören werden. Aber anderes Thema, wieder zurück zur Mediathek, wollen wir nicht zu viel darüber reden. Und wir haben hier noch Knöpfe, die ausgegraut sind, verbessern und anpassen, auch zu denen kommen wir gleich. Links sehen wir dann verschiedene Quellen, nämlich die Bibliotheken, aus denen ich Fotos laden kann. Ich könnte zum Beispiel einmal von meiner iPhoto-Mediathek vom Computer eben meine Fotos und Filme laden. Ich kann sie auch aus dem Programm Aperture, das ist eine andere Fotoverwaltung, die von Apple auch angeboten wird, importieren. Und ich kann sie eben aus iMovie selber, also aus diesem Programm herausholen, wenn ich sie hier rein importiert habe. Kommen wir nachher zu. Wichtig ist erstmal, sich zu merken, dass hier eben die Quellen aufgelistet sind, aus denen ich Fotos und Videos wählen kann. Der große schwarze Bereich ist später meine Voransicht. Hier sehe ich also das, was ich geschnitten habe in der fertigen Version. Und hier unten ist mein Schnittcomputer, mein Schreibtisch, auf dem ich das schneiden kann. Da ist natürlich noch nichts, aber das gucken wir uns alles später an, wie sich das füllt. Zunächst einmal brauchen wir Filmmaterial. Und ich habe jetzt mein iPhoto angeschlossen und war heute Morgen spazieren und wir werden also einen der langweiligsten Naturfilme machen, aber es geht ja eigentlich auch nur darum, erstmal zu sehen, wie man hiermit überhaupt schneidet und weniger noch um den Inhalt des Videos. Also ich kann hier auf Import klicken und dann zeigt mir das Programm an, dass ich zum Beispiel hier ein iPhone habe. Ich kann aber auch die Kamera aus meinem Computer wählen, um jetzt noch ein Video zu produzieren und ich kann auch hier auf Geräte zugreifen, wie mein Computer, die Festplatte. Aber es geht ja um das iPhone. Das habe ich ausgewählt und nun kann ich hier mir die Videos heraussuchen. Und da sind meine spannenden Naturaufnahmen, mit denen wir dann heute arbeiten wollen. Die fangen hier an und ich kann hier mit der Maus so drüber fahren und dann seht ihr, dass dieser orange Strich sich mitbewegt und ich quasi sehen kann, was auf diesem Film zu sehen ist. Das, was ich hier mache, das nennt sich Skimming. Also mit der Maus über die Bilder fahren, das ist das Skimming. Und ich sehe auch, der Filmausschnitt hier ist 5,5 Sekunden, der nächste 3,5 und so weiter und so fort. Nun möchte ich diese Naturfilme laden, weil ich die ja beschneiden möchte. Also damit möchte ich arbeiten. Und das geht ganz einfach, indem ich einen solchen Videofilm anklicke und dann könnte ich ihn importieren. Das Problem ist, ich habe jetzt nur einen angeklickt. Einer ist gelb umrandet. Klicke ich den nächsten an, ist der gelb umrandet, aber der andere nicht mehr. Ich will aber mehrere importieren, sonst würde er immer nur den gelb umrandeten halt importieren und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und da gibt es einen kleinen Trick, das muss man wissen, es steht auch irgendwo in einem Handbuch, aber bis man sowas findet, da sucht man sich wirklich verrückt, also deswegen erkläre ich es euch. Ihr könnt nämlich die Command-Taste festhalten
Und wenn ihr die festhaltet und gedrückt haltet, dann könnt ihr weitere Filme einfach anwählen und wir können jetzt hier verschiedene Filme noch dazu klicken. Und ihr seht, alle kriegen jetzt diesen orangen Rahmen. Ich kann aber auch außerhalb hier in so einen grauen Bereich klicken, die Maustaste gedrückt halten. Ja, das hat nicht geklappt, auch egal, wir klicken sie einzeln an. Ich wollte so einen Rahmen aufziehen, aber genau das geht scheinbar nicht. Also gehen wir hin und machen dann einfach, ja, hier jedes einzelne mit einem Klick an. Und wir sehen, hier sind Sekunden angezeigt und hier, das sind Bilder, da sind gar keine Filmaufnahmen, aber trotzdem werde ich diese Bilder mit importieren, denn wir wollen ja auch was mit Bildern machen. Man muss Videos nicht immer nur mit Videos machen, man kann auch mit kleinen Bildern was machen. Und das sind also jetzt alle Videos, die ich haben möchte und dann klicke ich hier auf Auswahl importieren. Bevor wir das aber machen, ist es nochmal ganz wichtig, dass wir uns ein bisschen organisieren. Und das kann man hier oben machen, etwas verstärkt, denn hier steht Importieren nach. Und wenn ich da mal draufklicke, dann sehe ich hier oben, dass ich ein neues Ereignis machen kann. Und man sollte seine Videos in Ereignisse importieren. Ja, ihr seht, hier habe ich Verzeichnisse, die Teneriffa heißen. Da weiß ich also direkt, das ist unser Teneriffa-Urlaub. Und so ist es wichtig, dass man eben die Videos nicht einfach überall zusammenschmeißt, sondern thematisch sich ein wenig zusammensortiert, damit man sie nachher eben auch einfach besser finden kann. Und deswegen klicke ich jetzt hier auf Neues Ereignis, denn ich möchte ein neues Ereignis dafür erstellen. Und er gibt mir immer das Tagesdatum erstmal vor. Das möchte ich aber nicht, sondern ich nenne das jetzt Landschaftsfilme. Wie ihr das nennt, ist eure Sache. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Man kann das später auch noch umbenennen. Aber erstmal ist wichtig, dass wir jetzt eine neue Kategorie schaffen. Und ich drücke auf OK. Und nun werden alle die ausgewählten Videos in diese Landschaftsfilmereignisse importiert. Das machen wir jetzt mal. Jetzt drücken wir hier auf Auswahl importieren. Und dann warten wir ein wenig. Denn das dauert ein bisschen. Und wir sehen jetzt hier schon alle Videos. Und dann kriegen die hier so Pünktchen. Und das heißt immer noch so leerer Punkt, dass der Film noch nicht da ist auf der Festplatte und wenn er dann verschwindet, der Punkt, dann hat der Computer quasi das Foto überspielt und quasi auf meinen Rechner, ja, rübergeholt. Manchmal sind die Filme was länger, dann geht hier so eine Eieruhr auf, beziehungsweise so eine Zeituhr, das dauert dann halt ein bisschen. Aber man sieht jetzt, wie er Stück für Stück hier meine Filme importiert hat. Und ihr seht auch, dass nun hier aufgeklappt die iMovie Mediathek erschienen ist und dort sind die Landschaftsfilme als neuer Ereignispunkt erschienen. Und genau da liegen die drin. Wir sehen das hier auch. Hier oben schreibt das Programm auch nochmal hin. Landschaftsfilme, 20 Objekte. Ich habe also hier 20 Objekte, Filme und eben auch Fotos, sehen wir hier. Und nach wie vor kann ich hier mit der Maus so drüber fahren und sehe sofort eine Ansicht von den Filmen. Das ist also wirklich schon mal eine tolle Sache, weil ich mir natürlich hier schnell was zusammensuchen kann. Aber wir haben noch keinen Film erstellt, da haben wir jetzt erstmal nur Filmmaterial in den Rechner geholt und jetzt müssen wir es natürlich bearbeiten und ein bisschen nett aufbereiten und darum geht's. Und deswegen erstellen wir als nächstes über diesen Plus-Knopf hier oben, über Erstellen, einen Film. Und diesem Film geben wir ein Thema und da gibt Apple uns schon so ein paar vor, die kann ich mir hier auch anklicken. Ja, da seht ihr bestimmte Schnitte schon und bestimmte Musik ist unterlegt, bestimmte grafische Effekte. Damit kann ich also schon arbeiten und da sind eine ganze Menge dabei. Da kann ich also schon ganz tolle Aufnahmen mit erstellen. Aber das wollen wir jetzt nicht machen, weil das machen wir lieber von Grund auf. Ja, also wir machen auch so tolle Effekte, aber ich zeige euch einfach, wie man an die rankommt, statt die vorgefertigt dort zu sehen. Also das können wir gerne im anderen Video nochmal behandeln, aber jetzt gehen wir erstmal darauf, dass wir keins dieser Themen haben möchte, die Apple vorgibt. Wir wollen was Eigenes kreieren und haben deswegen kein Thema angewählt und klicken jetzt hier unten auf Erstellen. Und jetzt muss ich meinem Film einen Namen geben. Also ich bin in dem Ereignis Landschaftsfilme und dort muss ich nun diesem Film diesen Namen geben. Und dann schreiben wir einfach hin, der langweiligste Naturfilm. Ja, so könnte ich den nennen. Und ich glaube, das entspricht auch dem, was wir da machen. Aber egal, wir wollen ja uns die Schnitttechnik angucken. So, jetzt erstellen wir also den Film, der langweiligste Naturfilm. Und jetzt hat sich hier die Oberfläche ein wenig verändert, denn das schwarze Fenster ist hier ein bisschen nach rechts gewandert. Hier oben sehe ich nun plötzlich so eine Klappe, so eine Filmklappe mit der langweiligste Naturfilm und der ist 0 Sekunden lang und ich sehe auch, dass ich am 8.12. um 13.54 Uhr diesen Film erstellt habe.
Und ich sehe auch hier verschieden eben nochmal meine ganzen Ereignisse, die wir eben ja auch schon unten gesehen haben. Die sind jetzt hier erschienen, denn unten ist jetzt mein Schnittcomputer erschienen. Und ihr seht, der ist aufgeteilt in einmal solche Felder, wo man Filme reinlegen kann und einmal da unten noch so eine Spur, in der ich Töne reinlegen kann. Zu allem dem kommen wir nachher. Wir sehen auch, dass hier in der iMovie Mediathek nun so eine Filmklappe erschienen ist bei den Landschaftsfilmen. Das heißt, in den Landschaftsfilmen existiert nun ein Film, der ist zwar noch 0 Sekunden lang, aber dort ist er erstmal. Und nun geht es daraus wirklich mal einen Film mit etwas längeren Sequenzen zu machen. Also wie gesagt, wir wollen jetzt hier nur gucken, wie wir Filme bearbeiten. Wir gehen weniger auf die Inhalte ein und auch, wie man Filme jetzt konkret schneiden muss. Da gibt es auch viele andere Techniken und Theorien. Das soll mal nicht das Thema werden, sondern einfach, wie macht man es? Ja? Also deswegen sind die Aufnahmen hier ja auch ein bisschen, ja, nicht spektakulär. Aber egal. So, wir sehen, dass wir hier einen Ausschnitt haben, der ist 4,4 Sekunden lang. Der hier ist 5 Sekunden lang und wir können hier also drüber fahren. Und dann eben sehen, was wir davon verwenden wollen. Und vielleicht wollen wir nicht diesen gesamten Film verwenden, also nicht die gesamten 4 Sekunden, sondern nur einen Ausschnitt. Vielleicht wollen wir das Ganze mit einem Titel beginnen, also so einer Landschaftsschwenkaufnahme. Hier schwenken wir so einmal, das soll unser Beginn sein. Oder wir gucken mal hier haben wir einen langen Schwenk von 9 Sekunden. Ja, prima. Und den nehmen wir jetzt als Einstieg für unseren Film. Und nun kann ich hier, während ich hier drüber fahre, einen Anfangs- und einen Endpunkt innerhalb dieses Videos legen. Und das mache ich mit I und O. Die Tasten I für In und O für Out bestimmen quasi, wo der Film nachher beginnt und wo das Ende ist, dieses Clips. Wir gucken mal, wir wollen hier starten, dann drücke ich hier das I und jetzt fahre ich mit der Maus etwas weiter und wir wollen bis zu dem Wegesrand und hier wollen wir enden, da drücke ich das O und wir sehen nun diesen gelb umrandeten Bereich. Das ist eben die Sequenz, die ich aus diesem gesamten Film mir nur herausgepickt habe. Und wenn ich die nun in den Schnittcomputer unten reinwerfe, dann bastel ich mir hier mit jeder Sequenz quasi meinen Film zusammen. Und ich kann hier auf das kleine Pluszeichen klicken, was erscheint. Jetzt erscheint es komischerweise nicht mehr, also das kommt mal und mal nicht. Aber es gibt eine einfache Taste, die wesentlich besser funktioniert und das ist die Taste E für Einfügen. Ja? Und dann drücken wir einfach auf E und dann fliegt jetzt dieser gelbe Rahmen da unten rein. Seht ihr? Es ist einmal komplett da drin und hier ist meine Sequenz, die ich mir da oben rausgesucht habe. Gleichzeitig sehe ich auch, dass die Sequenz jetzt hier gelb unterlegt ist, orange unterlegt ist, Entschuldigung, der also orange Strich. Und dies zeigt also, dass dieses Stück Film hier oben drin steckt, also dass ich aus diesem Clip schon etwas herausgeschnitten habe. Damit vermeide ich natürlich, dass ich doppelte Szenen rausschneide. Also wenn ich noch was brauche aus dieser Sequenz, dann könnte ich hier vorne was nehmen, aber nicht nochmal das, was schon orange unterlegt ist, denn das habe ich ja schon geschnitten. Okay, ich sehe jetzt, dass das hier 4,7 Sekunden lang ist und jetzt habe ich hier meinen ersten Part meines Films quasi liegen. Jetzt suchen wir uns den nächsten Part raus. Ja, wir nehmen jetzt diese Sequenz, die wollen wir beginnen, da wo der Stock ist, da wo man die kleine Brücke sieht. Hier soll der Endpunkt sein und bis hier machen wir den Outpunkt. Wieder haben wir diesen Bereich und wir drücken E und nun kommt der da hinten dran. Ja, also wir sehen jetzt, dass unser Film langsam wächst und zwar besteht er jetzt aus einem 4,7 Sekunden Teil, also bis hier und bis hier sind 7,2 Sekunden. Also insgesamt haben wir hier so knapp 7 Sekunden Film schon. Ja? Okay, dann suchen wir uns noch eine Sequenz raus. Wir wollen hier noch diesen Bachlauf haben, auch den machen wir hier einen Endpunkt und da einen Outpunkt und mit E fügen wir es wieder hinten dran. Da füllt sich das doch langsam schon. Wir sehen jetzt, dass die Sachen, die vorne waren, hier ausgeschoben wurden. Und wenn ich jetzt hier eine Übersicht haben möchte über meinen gesamten Film, dann kann ich hier mit diesem Schieberegler diese Ansicht verkleinern. Ja, ihr seht das jetzt. Hier werden jetzt die einzelnen Sequenzen kleiner dargestellt und so passen sie alle wieder auf meinen Schreib- und Schnitttisch. Und damit habe ich die jetzt nahtlos aneinandergefügt. Und nun habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, hier noch nachzubearbeiten. Ihr seht, ich habe hier einen 2,5 Sekunden Ausschnitt, hier einen 2,7 und der hier ist 4,7 Sekunden lang. Den will ich was kürzer machen. Ja? Der soll hier nicht so lange über das Feld schwenken, sondern relativ schnell die Straße zeigen. Also bis hier ungefähr möchte ich starten. Dann gehe ich einfach hier an den Rand, bis diese komischen Pfeile erscheinen, halte die Maustaste gedrückt und ziehe nun einfach das Bild. Und ihr seht oben in der Vorschau, was jetzt gerade die aktuelle Position ist. Schiebe das Bild einfach
bis hierhin. Und nun ist der Ausschnitt 2,6 Sekunden lang und ich sehe, dass ich jetzt die Sequenz hier etwas besser gewählt habe. Eigentlich doch eine ganz nette Sache. Und natürlich kann ich sagen, okay, der Flusslauf hier, der soll erst zuerst erscheinen und dann soll die Brücke kommen. Na, hat nicht so ganz geklappt, also wir schieben den hier quasi zwischen und lassen den dann mit der Maus los. Und so können wir diese ganze Reihenfolge unserer Sequenzen nochmal verändern und damit den Film quasi schneiden. Wenn ich jetzt hier an den Anfang gehe und drücke die Leertaste, dann spielt der Film auch ab. Bis zu der Szene, dann kommt die nächste Szene und dann die dritte Szene. Also hier habe ich nun eine kleine Sequenz aus meinen Quellen heraus erstellt. Und das relativ einfach und extrem schnell. Das ist das Tolle. Das habt ihr gesehen. Das hat er sehr schnell importiert. Sehr schnell kann ich hier die Vorschauen betrachten. Also das ist eine Stärke dieses Programmes, dass es eben so flüssig und schnell arbeitet. Okay, bis hierhin der erste Teil. Wir wollen die Videos nicht zu lang machen. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Macht einfach mal ein paar Aufnahmen mit euren iPhones oder iPads. Schließt sie an den Computer an und versucht mal einfach einen kleinen Film zu erstellen und arbeitet euch ein wenig mal in diese I- und O-Tastenkombination rein und die E für Einfügen-Tastenkombination und erstellt mal kleine Sequenzen. Am Anfang fällt das sehr schwer, das kenne ich selber, wenn man neue Programme bekommt, bis man das alles mal durchschaut hat, wo ist was und mit allem klarkommt, braucht man ein bisschen Übung und manchmal drückt man was Falsches und dann sieht es nicht so aus wie jetzt hier bei mir auf den Videos, aber versucht es trotzdem mal und je öfter ihr das einfach übt, auch mit vielleicht nicht sinnvollen Dingen, macht das trotzdem Sinn und ihr werdet irgendwann Meister im Videoschnitt und lernt das immer besser, damit zurechtzukommen. Okay, im zweiten Teil werden wir uns dann weiter mit unserem tollen Landschaftsfilm beschäftigen.